Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Battlefront 2 Classic. Hey, die interessieren sich gar nicht für mich. Das ist auch eine Heilung. Wir sind jetzt für Heilungsstationen hier drin. Erkennt sich der Sturmtruppe, der allein vorgedrungen ist und allein die Echo-Basis erobert hat. Ja, und dabei gestorben ist. Wo sind jetzt unsere Spawn-Punkte? Ah, so weit. Arschweit weg auch noch. Ja gut, so weit weg ist es eigentlich gar nicht. Sieht nur so weit aus. Für Zeit haben wir noch 10 Minuten knapp. Ich glaube, bis dahin müssen wir den Hangar erobert haben. Das heißt, es geht danach noch weiter. Was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Leute, kommt doch mal mit. Da unten ist nichts. Ach komm, wir können sogar einen Town-Town reiten. Bin, glaube ich, noch nicht so viel. Vielleicht hätte ich doch mal den Läufer mitnehmen, so hätte ich schön reinballern können. Oh, Scheiße. Das wird doch so nie was, wenn die Truppen nicht kommen. Kann ich hier nicht auf gut Glück spielen? Ich muss mal den Läufer mal mitnehmen. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen schneller. Der ST. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen unsere Truppen auch noch mal langsam. Passt der Läufer da rein? Passt bestimmt nicht durch, ne? Natürlich passt der nicht durch. Warum sollte er denn auch da durchpassen? Fuck. Heilung! Scheiß Steuerung! Ich habe in die andere Richtung gedrückt. Oh, wie oft muss ich mich denn noch um diese Steuerung aufregen? Aber die ist wirklich, ich muss einfach sagen, scheiße manchmal. Ich drücke einfach voll in die Richtung und dann läuft einfach woanders hin. So. Wenn die Truppen mal langsam mal kommen würden. Ich habe noch 33 Verstärkung. Genau, der Läufer steht da schön und rollt ein bisschen auf. Ist mal nicht schlecht. Also hier haben wir auf jeden Fall Heilung und Gong-Droide. Das ist auf jeden Fall eine gute Kombi, mit der ich auf jeden Fall leben kann. Langsam wird es schon besser. Oh nee, ich hätte nachladen sollen, ich Vollidiot. Okay, Munition immerhin, Heilung. Lauf da nicht gegen den Gleiter da noch gegen. So, jetzt schön den Punkt einnehmen hier. Der Hangar gehört uns. Fuck, jetzt sollte ich nicht wegrennen. So. Spawnen können sie auf jeden Fall hier nicht mehr. Sind die Waffen alle an die von Geonosianern? Hervorragend! Jetzt schalten Sie die Sicherheitskonsole im Kommandozentrum aus, damit wir in den hinteren Hangar können. Der letzte Transporter muss vernichtet werden, ehe er entkommt. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich informiere Lord Vader. Zerstören Sie die Schildkonsole im Technikraum der Echo-Basis, um Zugang zum hinteren Hangar zu bekommen. Okay, da hinten ist das irgendwo. Mal gucken, auf die Karte schauen, wie ich da am besten hinkomme. Ja, so. Hier ist ein Schild, da komme ich bestimmt wieder nicht durch, oder? Ah ne, da muss ich lang. Da kommen wir anscheinend erst zum Schluss hin. Ist wahrscheinlich der Hangar, wo wir hin sollen. Sind deaktiviert. Wir rücken vor
vor und nehmen den hinteren Hangar ein, um unseren Angriff auf das Transportschiff der Rebellen vorzubereiten. Den hinteren Hangar KP erobern. Da hinten ist der hintere Hangar. Ja, der hintere Hangar ist hinten, wer hätte es gedacht? Das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das ist wahrscheinlich da rein, wo die Schilde waren. Genau hier. Oh, das ist auch eine interessante Höhle hier. Wie wir es auch so aufgebaut haben, ist auch interessant. Das muss ja auch gar nicht mal so angenehm sein, so eine Basis hier mal aufzubauen. Oh, die Sniper sind mir gefährlich. Die Stelle habe ich jetzt mal voll an Force unleashed. Und auch so in den Hangar reingestürmt sind. Mit Starkiller. Ich bin die Heilung, das ist meine. Ich bin wichtiger als ihr. Heilung her, jawohl. Oh, fuck. Ist irgendwo ein Spawnpunkt in der Nähe? Dieser hier. Ich weiß nicht, ob ich springe, eigentlich schneller bin. Das kommt mir halt so vor. Aber ich kann es mir nicht persönlich nicht vorstellen, was irgendwie einfach unlogisch ist. Jetzt brauche ich irgendwo eine Heilungsstation hier in der Nähe. Natürlich gibt es aber wieder keine. Scheiße. Wir müssen irgendwie den Hangar ein bisschen kriegen. Und zwar in den nächsten 5 Minuten. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Das wirkt aber so, als ob er wirklich schneller ist. Zumindest wenn man rennt. Ja, und die Taste natürlich reagiert. Da liegt noch eine Heilung rum. Die kann ich aber jetzt mal natürlich nicht nehmen, weil ich ja schon voll geheilt bin. So, Punkt einnehmen. Jawohl. Oder? Jawohl. Okay, der Falke haut auf jeden Fall ab. Okay, geht wieder weiter. Mist, fast hätten wir den Rebellenabschaum gehabt. Im Hangar wartet ein Orbitalangriffssignal auf Sie. Nehmen Sie es und platzieren Sie es unter dem Transportschiff. Das Kommando leitet mit den Koordinaten des Signals einen massiven Angriff ein. Versagen wird nicht geduldet. Okay, wir haben Ihnen im hinterlegten Hangar ein Bombensignal zur Verfügung gestellt. Holen Sie es und platzieren Sie es unter dem Transportschiff, damit wir Ihre Position ermitteln können. Okay, da hinten. Oh Gott, da muss ich hin? Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Überlebe ich doch nie im Leben. Ah, das Ding spawnt, bleibt ja da liegen. Okay, dann ist das machbar. Glaube ich. Ah, scheiße, es hat den Spawnpunkt nicht geändert. Oh, verdammt. Wieder hinlaufen. Ich habe noch 4 Minuten Zeit dafür. Unsere Truppen müssen langsam ein bisschen nach vorne laufen, sonst wird das bald nichts mehr. Weil die müssen ordentlich Platz machen. Das ist aber eine Frage der Zeit immer. Fuck! Ah ne, ist unsere. Heilung, unbedingt nehmen. Wo ist die Flag? Da. Oh, scheiße, direkt neben der Heilung.
So, jetzt den richtigen Punkt auswählen und join. Ja, haben wir natürlich deutlich mehr Zeit jetzt. Oh, die machen so viel Schaden, die Scheißgeschütze. Oh, verdammt! Dieses Scheißgeschütz, ihr könnt ihr das mal bitte mal wegmachen? Also das Ding liegt direkt neben der Heilung. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Ach verdammt, das darf doch einfach nicht wahr sein. Dieses Scheißgeschütz. Unsere Verstärkung ist fast erschöpft. Oh, wir haben noch 5 Leute. Ich sehe schon, dass es hier verkacken. Weil die einfach zu doof sind zu zielen. Ach, das ist einer. Das ist ein Gegner hier. Steuerung. Bitte etwas schneller. Wieso habt ihr das nicht gleich gemacht? Das kann doch nicht wahr sein. Was zielt denn die ganze Zeit auf mich? Was trifft denn die ganze Zeit auf mich? Da ist doch gar nichts mehr. Ich habe schon alles abgeballert, was da war. Hat das auch noch ein Geschütz? Einfach alles ab, was irgendwie da ist. Die Schnauze voll hier. Oh, jetzt die Flagge ist wieder da hinten? Wieso sind die jetzt wieder da hinten gelandet? Och Leute, wollt ihr mich jetzt komplett verkohlen hier? Ganz hat das so gut geklappt und auf einmal hat da so eine Heilungsstation sich gehabt. Wieso ist das Ding jetzt wieder da hinten gelandet? Weil zu lange auf dem Weg lag oder was? Ich habe noch 1,5 Minuten Zeit, ich muss das jetzt da platzieren. Ab. Oh, das Geschütz ist auch noch da. Was gerade das Automatikgeschütze sind. Nee, nicht möglich. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Die einfach zu blöd sind zum Zielen. Das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Nee. Jetzt muss ich das wieder bis zum ganz zum Ende spielen, ne? Oh, leck mich doch am Arsch, ey, weil die einfach zu blöd sind zum Zielen. Du musst wirklich jedes einzelne Geschütz wissen, wo das steht. Sag jetzt bitte nicht, ich muss wieder von vorne spielen. Natürlich muss ich wieder von vorne spielen, ist ja klar. Aber das machen wir natürlich jetzt nicht zusammen, sonst sitzen wir wieder eine halbe Stunde dran. Das mache ich jetzt schön offscreen. Okay, Freunde, ich habe jetzt mal ein bisschen wieder bis zu der Stelle hier gespielt, in Anführungsstrichen. Ja gut, ich habe mich jetzt bis zu der Stelle hingecheatet. Weil ich jetzt keine Lust hatte, das alles nochmal neu zu spielen. Mir ist nämlich was aufgefallen, nämlich ich kann hier ab der Stelle als Darth Vader spielen. Hier spricht Lord Vader. Ja, jetzt bin ich nur wieder ewig laufen, bis ich da angekommen bin. Ich hätte vielleicht mal den Spawn-Pumper umsetzen sollen. Ja, also am Ende nicht wundern, warum ich so ein bisschen komische Statistiken habe. Alter, wo ist denn das überhaupt, die Basis? Ach, da. Kann man hier auch durch? Scheiß Lücken da jedes Mal. Okay, ich wusste gar nicht, dass man hier auch lang kann. Anscheinend habe das jetzt irgendwie auch aufgemacht, weil vorhin war er ja noch zu. Ja, anscheinend. Und dann ist es natürlich auch problemlos machbar. Aber auch wieder so Sachen, die man sieht man halt extrem schnell. Ups, Entschuldigung. Und nehmen den hinteren Hangar ein, um unseren Angriff auf das Transportschiff zu erwähnen. Ja, soweit waren wir auch schon. Zack, da lang und da lang. Mit Vader ist natürlich kein Problem hier. Da können wir einfach durchrennen, hier sein Lichtschwert schwingen lassen. Scharfschütz bin ich aber nicht. Aber das finde ich, könnten sie durchaus ein bisschen offensichtlicher machen, also, dass man eben den Charakter wechseln kann. Auch bei dem Jedi-Tempel-Level, ja. So, zack. Den Punkt können wir uns erstmal holen. Jetzt brauchen wir ja noch dieses Capture the Flag-Spiel. Das Ding müssen wir ja noch da anbringen. Das war ja das, wo wir gescheitert waren. Das ist bestimmt wieder die letzte Mission gewesen, bestimmt.
Genau. Hier sieht man ja sogar Vader in dem Bild. Hätte mir vielleicht sogar auffallen müssen an der Stelle, aber naja, ups, die Heilung gibt mir hier nichts. Fast hätten wir den Rebellen Abschaum gehabt. Im Hangar wartet ein Orbital-Angriffssignal auf Sie. Treff den Typi doch. Platzieren Sie es unter dem Transportschiff. Das Kommando leitet mit den Koordinaten des Signals einen massiven Angriff ein. Versagen wird nicht geduldet. Ja. Von ihr wollt mir irgendwas vorschreiben, ne? Euer Meister hier. Eigentlich müsste ich euch etwas vorschreiben. Oh fuck, das war vielleicht doch nicht so ganz sinnvoll. So, Vader nimmt jetzt erstmal hier das Geschütz. Erstmal die großen Geschütze weg. Das sind erstmal die größten Probleme hier. Ohohoho. So, das war's? Das war's? Okay. Okay, ist doch nicht die letzte Mission, aber wahrscheinlich die vorletzte. Jetzt verteidigen Sie das Bombensignal 1 Minute lang, damit wir Ihre aktuelle Position komplett erfassen können. Ah, verdammt, das war's mit Vader. Kann das Ding leben? Oh, Leute, ey. Also wird er etwas schneller respawnen. Wenn die da so draufballern, deswegen frage ich mich gerade, ob das Ding Leben hat. Diese Geschütze sind so ätzend, weil ich dachte mich, dass da jemand dran stehen muss, dass die schießen. Nö, die schießen einfach automatisch. Nochmal so ein blödes Geschütz. Okay, toll. Ich dachte verlassen. Ah, jetzt. Na toll, mal wieder kurz vorm Sieg natürlich wieder verkackt. Aber naja, muss ja immer alles passieren. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Letzter Transporter wird nicht gestartet. Als die Rebellen flohen, versammelte sich die 501. an einem brennenden Bunker und schickte einen Freudenschrei zu den Sternen. Die Rebellion war am Ende. Der Todesstern wurde neu gebaut, größer denn je. In der Galaxis herrschte endlich wieder Ordnung. Nicht zuletzt dank der tapferen Männer der 501. Ja, über die Statistiken da bitte jetzt nicht wundern. Ich habe mich durchgecheatet, deswegen sind die Zahlen da so hoch. Die bitte jetzt nicht ernst nehmen. So, wir machen weiter.